Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich spiele heute wieder mit dem Free Spirit 77. Und ich mit dem Pulsar 83. Und ich steige gerade wie doof auf dem Moped ein, weil ich nicht weiß, wie ich zum Kofferraum komme. So. was haben wir denn? Jo, wir zwei Superhelden, wir haben ja ein Problem. Wir haben vergessen, es ist Tag 7 und haben unsere Flucht natürlich erst irgendwo so um 16 Uhr herum begonnen. Jo. Und jetzt sind wir sehr erstaunt, dass wir mitten mal Taxim haben. Ja, und wir haben noch genau knapp 2 Stunden, bevor die Horde kommt. Hast du noch Hunger oder sowas? Nicht, dass du mir jetzt noch verhungerst während der... Nee, ich bin satt, ich bin satt. Okay. Okay, der Letzte, der hochspringt, muss unbedingt die Woodframes mitnehmen. Hm? Sonst war's das mit uns. Das war eine kurze Flucht, oder? Ja, irgendwie. Da hat aber auch keiner drauf geachtet, ne? Absolut nicht. Wenn du das nicht gesagt hättest, wir wären hier noch weitergefahren. Ich denke ja, wir hätten die Horde sogar fahrend überleben können. So, wo stehen unsere Mopeds eigentlich? Da bei der. Da auf der Seite. Das passt eh ganz gut. Ich nehme mal noch hier noch das Auto weg. Brauchen wir Holz noch? Holz habe ich noch 3 Wood. Oh Mann, es ist 20.14 Uhr. Es wird spannend. Ach, Mensch, hier. Vor allem in der Alpha 14 richtet sich die Hordengröße ja nicht nach dem Tag, sondern nach unserem Spielerlevel. Ja. Welches Spielerlevel bist du denn? Ich weiß es nicht genau, aber sicher nicht den man normalerweise an Tag 7 hat. Warte mal kurz. Bestimmt, du bist ja... Wir haben ja beide schon eine Zeit lang gespielt. 53. 53? Mhm. Ja, da kommt noch Horde bestimmt, ne? Das könnte spannend werden, ja? Ja. Ich hoffe, es kommen keine Spiders. Spider sicher sind wir nicht. Jo, 20.31 Uhr hast du. Du hast für mich einen Schlafsack gecrackt. Ja. Ja. Bist du hinter mir? Nee, doch. Nee. So, da liegt schon einer. Es schaut total nett aus, diese kleinen Mikrosymbole. Ja. So, dann gehe ich mal hoch den Schlafsack legen. Ja, mach das. Das vergesse ich sicher in der Panik dann. So, okay, Haus ist soweit eigentlich. Hier kann nichts weiter explodieren, also ich denke mal, wir sind sicher. Was liegt jetzt hier? So, Schlafsack liegt. Ja, ich bringe meinen auch kurz hoch. 511 Watt, aber das benötigen wir nicht wirklich. Ich leg's zu deinen nur 4000, hast du nicht gesehen, Watt dazu. Ach, da habe ich das alles reingepackt, ja? Ja, ich habe mich da jetzt auch mal reingemüllt. Da ich unten die Munition. Was? Was hast du? Die Munition in der Kiste, die kannst du komplett nehmen. Das ist jeweils die Hälfte von dem, was ich mit hatte. Okay. Ich will nur noch schnell das von unten looten. Von dem Auto. Ja, nicht. Du hast noch knapp eine Stunde. Jo. Ich beeil mich. Ich renne. Ich renne um mein Leben. Ja, verschrei's nicht. Weil ich sag mal, jetzt sagst, wo du gesagt hast, hier mit deinem Level, ja. Aha. Du hast recht, ne? Wer weiß, was da jetzt wirklich kommt. Ja, wenn Spider kommen, haben wir definitiv ein Problem. Ah, ich spiele ja mit dir zusammen, das schaffen wir schon. Stimmt, ich werde schreiend davonlaufen, während du mich beschützen darfst. Ich nehme mir doch nochmal 607 Wut raus und baue eine Hedge. Ja. So, was? Ach so, so eine Moon. Okay. So, wie spät? 21.16 Uhr. Alter, egal wo du bist. Nee, ich bin doch neben dir. Du bist schon da. Nur noch neben dir. Dann setze ich mal die Hedge. Na gut. Gehen wir runter zu den Stufen oder. Ja. Bleiben wir hier oben stehen und sehen mal, aus welcher Richtung die kommen. Können wir machen. Warte mal, ich will jetzt nur gerade hier. Bin gerade hoch konzentriert hier gerade. Wir haben nicht mal Alkohol oder sowas, so wirklich. Ich hab Bier, Moment.
Okay. Wobei in der Kiste müsste Bier liegen. Ich habe, glaube ich, Bier auch in die Kiste geschaufelt. Ach, da. Ja, ist drin. Okay, habe ich. So, Shotgun. Shotgun, ja. Den Crossbow brauche ich jetzt auch nicht. Da komme ich eh nicht klar. Pistole fehlt mir Moon. Da. Nee, die müsste in der Kiste liegen. Ja, habe ich jetzt. Nice, ich habe komplett durchgeladen. Ja, es kann nichts passieren. 64 Pfeile habe ich noch, die werde ich jetzt primär versuchen zu verballern. Guck dir mal an, wie rot das wird. Aha. Und wir hauen am schönsten Tag ab, der. 21.41 Uhr. Bloß nicht hier runterfallen, das wäre tödlich. Habe ich die Türen zugemacht? Ich glaube schon. Ist egal. Hast du die Woodframes weggenommen von den Stufen? Ich glaube schon. Das sieh nach. Das kann ein Problem werden. Hammer. Puh. Na gut. Wie ich mein Glück kenne, knall ich hier sowieso vom Haus runter. Aber guck mal, theoretisch aus Osten könnten sie nicht kommen, weil da endet die Straße in einer Sackgasse zum See. Ja, die kommen aber auch durch den See. Verdammt. Hatte ich bei meiner Feralhorde auch. Ja, stimmt. Wo deine ganze Hütte dann plötzlich unter Wasser stand. Genau. Okay, los geht's. Na, schauen wir mal. Krass, diesen Schrei. Da hinten. Ja. Oder? Ja. Süd-Südwest. Oh, ich treffe nicht. Die sind verdammt schnell. Ja, von hier oben. Warte mal, wir müssen das anders machen. Aber das waren relativ wenig. Das war nur die Vorhof. Warte mal, wir machen das anders. Wir gehen runter zu den Stufen. Ja. Und dann können wir nur beten, dass sich die nicht... Boah, es ruckelt extrem. Ja, okay, bei mir ruckelt es. Ruckelt es auch ein bisschen. Kriegst du das hin bei den Stufen? Ja, sie sind kurz hergelaufen und dann gleich wieder weggerannt. Okay. Was magst du? Du flüchtest aus dem Fenster? Ja, ich guck gerade mal. Lass mich nicht allein. Die sind gar nicht mehr hier. Wo sind denn die? Sag mal. Ach so, im kleinen Raum. Wir haben da noch einen kleinen Raum, da wo deine Stufen aufhören. Ja, dann müssen wir wenigstens die Tür nicht aufklopfen. Seit wann sind denn Menschen da drin, sag mal, in der Feralhorde? Ach so, das ist so ein... Okay, gut. Sag mal, übernimmst du jetzt die komplette Feral da unten? Partisch in der Tour? Ich wollte eigentlich gucken, wo sie gerade sind, aber... Gott, ich werde so sterben. Na gut, ich komme zu dir. Macht doch Spaß! Schlafsäcke haben wir. Achtung! Ja. Hinter dir? Jo. Aber die Shotgun finde ich gar nicht so gut irgendwie. Die schießt nicht, oder? Die benötigt ziemlich lange bis... Wow! Nur wann? Abstand halten. Ich habe ja schon lange nicht mehr mit der Shotgun gearbeitet. Oh, jetzt wollte ich gerade mit dir... Pass auf, hinter dir! Wow! Ich bin... Umzielt! Warum humpelt die denn so, sag mal? Achtung, hinter dir! Ja. Oh, und hinter mir. Verdammt, ich bin tot. Ah. Ich bin tot. Gut, dass wir einen Schlafsack haben. Jupp. Aber mir hat es jetzt auch verdammt geruckelt. Ja, es ruckelt ein bisschen, ne? Das stimmt. Eieiei. Schnell. Spawn on my bed. Aber ich mach lieber mit Pfeil und Bogen. Das ja, ich muss definitiv zu meinem Rucksack, weil... ist alles frei da. Kommst du hin? Die Munition ist im Rucksack. Sag bloß, da oben ist ein Spider oder sowas. Nee, ich versuche da von oben Schützenhilfe zu geben. Ach so. Alter, bei mir ruckelt das gerade im Moment extrem. Ja, bei mir geht's gerade. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch schon tot.
So, ich versuche mal meine Munition zu holen. Ja, ist alles frei. Auf deiner Seite. Oh, warte, Gottes Ohr. Na gut, wo ist mein Rucksack? Ich versuche sie hier ein bisschen zu halten. Wo ist denn meine Shotgun-Munition? Hey! Ah, ich hatte nicht so viel, naja, gut. Soll ich dir welche abgeben? Nee, mach nur. Ich habe dafür noch 178 Pistolen Schuss. Wo bist denn du? Wo findet die Party statt? Ich bin auch tot. Da, wo die Party gerade stattfindet. Okay, das mit der Shotgun, das kriege ich nicht so hin. Wow! Ja, das sind jetzt ein paar. Kreisen. Wir haben ja so gutes Essen, wir können uns ja die Wellness wieder hochhauen. Das stimmt. Aber es sind keine Spiders mit bei, ne? Zum Glück. Das Schlimme ist nur, dass die neuen Wellen irgendwo spawnen. Hm? Jetzt gehst du davon aus, dass die ganzen Zombies vor dir sind und plötzlich hast du 5 Zombies am Arsch kleben. Das war gerade auch mein Problem. Oh. Bester. Verdammt. Okay, die essen gerade. Free Spirit. Sieht sehr interessant aus. Ich laufe mal kurz hier lang. Ihre Zwillingsschwester hat mich weggesnackt. Verdammt. So, near my bed ist immer gut. Where's the party? Ah, ja, komm schon. Alter, die Waldfee. Mein Rucksack mal wieder. Okay, ich werde dich ballern. Hm. Gut, dass du hinter mir bist. Aber ich finde die Shotgun gar nicht gut, ne? Die stehen alle wieder auf. Ich kenne das damals noch mit der Shotgun, das Einschuss und weg waren die. Das ist richtig, ja. Ich finde fast die 9mm am effizientesten im Moment. Achtung! Okay. Junge, sind die aggressiv. Aha. Nee, guck mal, die Schwester steht auch schon wieder auf. Ist ja übel. Oh, den hast du weggeschnippt. So, nun bleiben sie aber mal liegen hier, wa? Pass auf, hinter dir. Ich hab den Schatten gesehen. Oh. Ich hab dir gerade auch mal einen Rücken reingeschossen, ja? Also wenn du ein bisschen Rückenschmerzen hast, sag mal, was ist denn das? Junge. Aber schön, dein Kadaver lenkt die drei jetzt ab. Ja, ich stinke denn so schön, weißt du? Hast du Fleisch mit, du Wahnsinniger? Nein, hatte ich nicht. Nee. Ach so, okay. Glaub ich. Weiß ich nicht. Gehen wir mal auf automatische Waffen. Ja, jetzt geht's los, so. Jetzt geht's. Wenn das Nachladen nur nicht so lange dauern würde. Also ich hatte die Shotgun echt besser in Erinnerung. Ich hatte die ja schon ewig nicht mehr. Ja, ich glaube, sie haben das mit den Skills auch angepasst. Du musst jetzt richtig gute Skills haben, damit die Schusswaffen auch was bewirken. Ach so, okay. Okay, da kommen noch zwei Richtung Südwest-West. Okay. Wow! Und der eine spawnt direkt irgendwo hinter mir. Fuck. Wir sterben so ein bisschen gegenseitig, glaube ich. Holy shit. Wir hätten uns ein Baumhaus bauen sollen. Ja, da waren wir sicher. So, wo muss ich denn hin? Wo ist die Party? Da hinten. Ja, aber man muss zugeben, für eine Tag 7 Horde ist die schon sehr groß. Ja. Ich mach mal wieder mit Pfeil und Bogen, ich weiß nicht. Ist mir irgendwie lieber. Oh, ich hab dir gerade den Pfeil in den Hintergehör. Ich hab's gemerkt. Tut mir leid. Ein modernes Pfeil- und Bogenpiercing. So, ich versuche mal von der anderen Seite auf die loszugehen.
Ja, na klar, okay, die sind ja. Die sind ja richtig gemein, sind die ja. Ja, vor allem sie umkreisen uns. Ja. Das macht mir richtig Sorgen. Aber die Crawler, die lasse ich mal hier. Ja, die sind egal, solange wir die nicht bewegen. Ja, solange wir nicht über die rüber stolpern. Ja. Aber eine Menge neue Zombies sind dabei, muss ich sagen. Ja, ne? Also... Jetzt läuft der weiter. Ja, die sind Hammer, ne? Die gehen irgendwie gar nicht tot. Nope. Wow. Oh, junger Mann. Achtung. Hinter dir. Ja. Ja. Oh, das werden nicht weniger. Nee, und wir haben es gerade mal zwei. Und ich habe fast keine Munition mehr. Ich habe fast die ganze Munition verballert. Hast du die Woodframes? Welche? Das war hochkommen ins Haus. Ja, aber nicht im Gürtel. Okay, also im Rucksack dann mach das mal kurz, dann mach dir gerade Deckung. Dann könnten wir vielleicht mal hochgehen. Schlechte Nachricht, ich habe die Woodframes nicht mit. Okay. Da müssen wir jetzt durch. Hast du genug First Aid Kits? Ich habe zwei Bandagen, zwei Hellbandagen. Woodframe habe ich keine einzige, kann ich machen. Weil ich First Aid Kit. First Aid Kit meine ich. Jetzt bin ich auch noch eine Fackel. Junge, Junge, ist hier was los, ey. Also die mit den weißen Haaren ist am hübschesten. Ja, ne? Aber jetzt kein Grund tot zu gehen. Lass dich nicht verlocken. Das war knapp. Du hast mich kurz vor ihr gerettet. Hast du ein First Aid Kit? Nee, aber ich kann dir eine erste Hilfe-Passage fallen lassen. Nee, ich habe First Aid Kits, deswegen frage ich, ob du eins brauchst. Achso, ich brauche keine, ich bin noch auf 70. Okay. Oho. Das spielen wir hier so mit den Zombies. Ja, macht aber Spaß. Schöner als wir würden am Haus oben stehen und einfach nur runtersehen. Ja. Aber eins kann ich das sagen, ich habe nur mehr 11 Pfeile. Brauchst du Pfeile? Nee, im Moment noch nicht, aber Shotgun-Munition komplett verballert und von meinen 140... Warte, hier, warte, heb auf, hier unten liegt Shotgun. Oh, nice. Aber ich höre sie schon wieder von irgendwo. Ja, das sind die Crawler. Ein Crawler-Familienausflug. Wenn wir einen leben lassen, dann kommt keine weitere Horde mehr. So habe ich das mal gemerkt. Wenn du den jetzt leben lässt... Sollten wir leben lassen? Wenn du den leben lässt... Ja, pass auf, jetzt kommen wieder welche. Doch, pass auf, jetzt kommen wieder welche. Wo? Ist so meine Theorie, also da. Ah, da hinten, ja, mach mir keine Angst. Okay, oh. Shit. Steht die mit mal neben mir? Junge. Ja, wo kam die her? Die kann nur direkt neben uns gespawnt sein. Ja. Okay, da kommt noch einer, von Westen. Und... Ja, hier. Oh. Schöner Dreher. Ja, macht eine schöne Pirouette, ne? Das war nice. Das war nice. So, und jetzt... pass auf, hinter dir! wir haben genug zu looten nachher. Ja, das Schöne ist, dass man jetzt auch looten kann, wenn die dann anfangen zu verschimmeln. Wow. Wo? Da. Ja. Das ging ja in der alten Alpha nicht, oder? Da kommen immer mehr und der steht nochmal auf. Bleibst du liegen? Ja, es geht jetzt durch bis, bis wieder ein Crawler kommt. Sicher? Das ist mir schon bei meiner Feralhorde aufgefallen. Alles klar. Aber ich muss sagen, die Laufanimationen der Zombies sind auch schon um einiges cooler geworden. Haben sie richtig gut gemacht, oder? Jetzt steht die nochmal auf. Bleibst du liegen? Da müssten wir wohl mal die Waffen skillen, oder? Dass die besser werden.
Oh, da hinten kann man noch mehr. Ja, zwei Modern. Steht die nochmal auf? Ne, die kann man schon looten, die steht nicht mehr auf. Und wir sind schon bei 20 Minuten. Ja, das wird, glaube ich, eine kleine Überlängenfolge, oder? Ja. Oh! Schade. Eine Krankenschwester! Juhu, Schwester! Und die lebt immer noch. Junge! Die Schwestern stecken auch mehr weg als früher. Jetzt. Oh, ein Spider. Es sind Spiders bei. Nee. Ach ja. Jo. Wenn jetzt auch noch Kotzer kommen, dann lege ich unsere Woodframes und wir gehen auf die Hütte. Denn auf jeden Fall, ja. Kotzer habe ich auch keinen Bock. Oh, die Schüsse gehen voll durch sie durch. Ich möchte mal nachher wissen, wie viel Moon wir verballert haben. Ja. Viel zu viel. Wenn der Epicor nachher sieht, wie viel Moon wir hier verballert haben, seine schöne Moon. Der hieß doch Epicor, ne? Epicor, ja. Pass auf, Spider hinter dir! Ja, der hatte kein leichtes Leben mit uns. Nee. Okay, Richtung Westen. Sehe ich was im Schatten? Kommt noch was auf uns zu? Oh, noch eine Schwester. Hallo, Schwester. Oh, wie ich daneben vorbeischieße. Das war ein Kopfschuss und... Der lebt nicht mehr. Der hat's überstanden. Oh, das nimmt kein Ende. Nee, erst wieder, wenn ein Crawler da kommt. Dann. Das ist mir echt schon aufgefallen. Da ist auch noch ein kleiner Bug drin, finde ich. Oh, warte mal. Yeah! Ich habe keine Moon. Interessant. Achtung, rechts sind die. Ja. Oh. Wo ist sie? Die lebt aber noch. Anstrengend, wa? Ja, das ist eine ziemliche Challenge. Von Tauben schießen. Ja. Ich glaube aber... Ja, so viel zum Thema. Ich glaube, wir haben sie überstanden. Nee, ich bin's da. Wir müssen es aber langsam mal überstehen, weil ich habe keine Moon mehr. Ja, schon langsam wird es echt eng. Ich werde mal Woodframes starten. Ja. Gehen wir mal in Deckung. Ja. So wie jetzt zum Beispiel, der küsst mich von hinten. Ich hab nur noch 4 Schuss. So, ich bin mit Woodframes ausgestattet. Okay. Laufen wir mal zurück in die Hütte. Ja, ich hab nur noch 1 Schuss. Ich hab nur noch 1 Schuss. Renn mal vor, dann. Ich renn mal vor und setz die Woodframes. Ich hoffe, da drinnen ist niemand. Ich laufe hier gerade mal so ein bisschen im Kreis. Okay, Woodframes liegen. Komm hoch. Okay. So, dann schieße ich meinen letzten Schuss hier. Nö, der ist zu weit weg. Brauche ich nicht. Holy shit. Das war eine Horde. Ja. Achso, jetzt laufen sie ja eh. Haha. Na gut, aber ich würde sagen, setzen wir den Cut. Setzen wir einen Cut. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei gewesen seid. War spannend. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. Ciao, Papa. Tschüss.